Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zur wahrscheinlich, hoffentlich, endlich letzten Folge Hello Neighbor. Ich werde diese Kamera mit einem 3 No-Scope 60-100 ausschalten, wie ich es eben getan habe. Ich mache hier die Fenster auf, dass der Hello Neighbor voll hochgerannt kommt, wie so ein Wahnsinniger. Ich möchte, dass er da unten weggeht, denn die letzte Tür wird nun geöffnet und da soll er mich nicht stören dabei. Oh, das Bild ist durchgebackt. Kann ich hier vielleicht auch durchbacken? Nein, schade. Nun gut, aha. Nein. Ja, das kommt davon, wenn du fixst mit dem Klamautermann. Du hängst mit der Gang, aber ich hänge mit Zauberern. What? Ein riesiger Chissfleck. Oh my god, dude. Oh my god. Ich versuche jetzt in sein Haus zu schleichen. Oh, er hat die Tür zugemacht, ne? Ich meine, er hat die Tür zugemacht. Nee, ja. Sehr gut. Bleib draußen, Neighbor. Bleib schön draußen. Fuck, die scheiß Kameras haben mich gesehen. Oh, das ist mit der Tür passiert. Die ist doch total im Arsch. No. No, no, ah! Einen Nagel habe ich schon mal geschafft. Das wird locker, ne? Das ist nur noch eine Zeitsache. Ich muss mich jetzt halt ein bisschen hier... Da ist es ab. Und da ist es ab! Was? Nein! Neighbor, nein! Ah! Ja, ja. Okay, shit. Er hat mich ein bisschen hart blockiert. Aber jetzt gehen wir nein. Jetzt gehen wir nein? No fucking chance, bitch. Dieser Sound. Oh mein Gott, dieser Sound. Wow. Dieses Headset hier ist das erste, das ich jemals hatte, das so richtig mit Bass und sowas integriert und alles hat und lerum larum. Und es hört sich Hammer an hier. Vielleicht muss ich auch so einen Double Jump machen, wie in dem einen... Ah, jo! Ach, jetzt kann ich die immer machen. Sag bloß, man konnte die schon immer, immer, immer machen. Also seit es diese Demo hier gibt. Es hat nicht gezählt. Nee, wer bist du? Er steht einfach hinter der Ecke. Das könnte jetzt schwierig werden. Beziehungsweise eben habe ich halt Scheiße gemacht, ne? Komm mit. Zack. Zack. Nice, nice. Hoffentlich ist er jetzt nicht wieder gespawnt. Jawohl, er ist weg. Was ist denn da hinten? Da ist das Exit. Da steht jemand im Exit. Ist das meine Frau? Jacqueline! Jacqueline, ich gehe gleich mit euch kaufen. Okay. Der Zug ist kaputt. Wer war das? Wer hat den kaputt gemacht? Ich denke, hier wartet der Tod auf uns. Und hier auf diesem Stück nicht. Das ist das besondere Stück, das man... Das keiner kennt. Das ist ein Secret-Holzstück, das ich gerade gefunden... Hier ist noch ein Secret-Holzstück. Das ist noch Secret... Gut, gehen wir halt hier rein. Natürlich höchst Bock auf diese. Ich kann es nicht ausmachen. Oh Gott. Das ist so geil hier. So geil gemacht. Aber wenn was Lautes kommt, erschrecke ich. Ich habe das Headset voll laut, weil dieser Bass mir schön das Gehirn durchsiebt. Das will ich jetzt gemütlich laut lassen. Das gefällt mir voll. Jawohl! Dieses Regal ist eindeutig ein IKEA-Regal. Das sehe ich von hier. Es hat eigentlich ein Stuhl werden sollen, aber ihr wisst ja, wie IKEA ist. Das ist so ein bescheuerter Mythos, oder ich kenne niemanden, der Schwierigkeiten mit IKEA-Zeug hat. Lächerlich! Die Person ist weg. Tja, für heute Abend dann wohl kein Sex, Jacqueline. Warte kurz, bevor jetzt dann vielleicht irgendwas schrecklich... Ich habe hier... Ich kann... Hier kann man wohl irgendwie runterfallen. Ich weiß es nicht. Es ist doch scheiße dunkel. Aha, it's that shit. Wir sind bei uns. Im Haus. Nice! Was ist auf dem Zettel geschrieben? Das war echt schön. Also irgendwie war es schön, oder? Hört sich so komisch an. Das war schön. Eine wunderbare Spielerfahrung. Und was... Soll ich mal was klicken? Die Musik ist so schön gerade. Wir genießen es noch kurz, oder? Gott, ist das schön. Manchmal muss man sich die Zeit im Leben einfach nehmen. Mal rausgehen, was erleben, mal in den Wald gehen. Nicht immer nur zu Hause sitzen vorm Fernseher oder vor den Spielekonsolen. Ohne Fernseher machen die nicht viel Sinn, aber manche sitzen auch davor einfach nur rum und machen einfach gar nichts. Es ist einfach ein schönes Leben, das man führen kann. Gerade außerhalb,
und auch eingesperrt beim Nachbar im Keller. Geht raus und lebt euer Leben. Geht's weiter noch, oder? Na, jetzt hat die Musik aufgehört. Oder auch nicht. Anfangs war ich erst skeptisch, aber dann bin ich mal vor die Tür gegangen. Und ich muss wirklich sagen, es ist viel heller als hier drin. Vor allem am Tag. Ich habe lange Zeit gezögert, rauszugehen, weil ich Angst hatte, nicht mehr reinzukommen. Ich habe keinen Schlüssel oder sowas, ich habe auch kein Schloss. Wenn die Tür zufällt, dann ist sie zu. Insgesamt bin ich ziemlich zufrieden mit meinem Leben, vor allem jetzt, da ich auch in den Garten kann und vor allem auch die Kacke einmal ausleeren kann. Es hat gestunken wie die Sau, versteht sich auch von selbst, ne? Ich habe eine Grube gehabt, wo ich es reingeschüttet habe im Wohnzimmer, die habe ich selbst gegraben. Aber so eine Grube ist auch irgendwann voll. So wie auch mein Geduldsfaden. Wann geht's hier weiter jetzt? Vielleicht nochmal eine Runde Hans Wurst? Ist es echt so gemacht, dass ich jetzt hier praktisch aggressiv raustappen muss? Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst es mich wissen. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Scheiße Eimer. Scheiße Eimer. Scheiße Eimer.